Come on, bro, hit the code. Wenn einer von denen jetzt gezwickt wird und sich umdreht. Oh mein Gott! Nein! Ich bin auch ein Zombie, Kikeriki. Oh. Oh, hier ist ein Loch. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab, Alter? Eine Runde Zombie-Escape. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich irgendwann mal wieder gerne ein paar Runden Zombie-Wurst spielen will. Und ihr habt mir alle geschrieben, das geht bei CSGO genauso wie bei 1.6. Beziehungsweise bei Sauce. Und ich so, what? Und es ist tatsächlich so, ne? Ach, das geht auf. Ach so. Guck, da sind die Zombies da hinten. Es ist ein bisschen laut, ich kann es verstehen. Da ist ein Nate für euch, ihr Fico. Oh, geil, Mann, Alter, weggesprengt. Lauft, ihr Piso. Ich glaube, ich muss den Sound gleich noch ausmachen, hier von diesem Geballere. So, und da habe ich den Sound ausgemacht. Guck, oder auch nicht. Oh mein Gott, das sind schon die Zombies. What? Scheiße, Dreck, Alter. Lauft, lauft, Menes, lauft. Ich hole so viel Geld gerade rein, ne? Oh mein Gott, bin ich gut. Alter, die, guck mal, die P90 hat ein ganz schön fettes Magazin, 200, ne? Alter, scheiße, Dreck, ey. Scheiße, Dreck. Fuck. Nein, ich weiß noch nicht, wo lang. Oh Gott, Männer, lauft. Lauft. Fuck. Ihr müsst auf die scheiß Plattform gehen. Ihr Idioten. Guck, wie es da steht. Guck, wie es da gaunen. Da sind sie. Okay, tschüss. Ich bin aber weg, DE. Ja, haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben gewonnen jetzt hier hinten, oder? Nee. Also dieser Spielmodus ist ganz, ganz anders wie das, was ich von früher kenne. Früher war es so, dass man sich irgendwo vercampt hat. Die Map war durchgehend offen und dann musste man halt überleben. Man hat sich zugestellt mit Cola-Automaten oder sowas. Aber hier muss man wohl Zombie-Escape, wie der Name schon sagt, irgendwie vor denen davonrennen und wohl ein Ziel verfolgen. Alter, wie viel Schuss habe ich denn hier drin? Geil. Verpisst euch! Die Musik ist vielleicht gay. Kann es hier mal weitergehen, vielleicht? Ganz kurz? Oder so? Die rumlaufen, Löffel steht, Löffel scheiß der Wichser auf hier. Was ist hier los? Oh mein Gott, dich mache ich fertig! Du Wichser! Es sind leider nur 5 Zombies. Das ist schade. Man braucht so eine richtige Epidemie, dass es hier auch ordentlich reinhaut. So war es früher auch schon. Manchmal hat man sogar den ersten Zombie gejagt. Die Zombies haben hier unnatürlich viel Life, habe ich gesehen. Ich war vorhin kurz Zombie, da hat man irgendwie 10.000 Life. Das ist ein bisschen krass. Okay, Jungs, komm, es sind nur noch 6 Zombies. Es ist einer mehr geworden. Moment mal. Wie geht dem? Also eben haben die Zombies gewonnen. Davor haben wir, also ich Zombie war natürlich auch gewonnen, klar. Aber jetzt sieht es schlecht aus. Schlecht. Oh, fuck. Guck mal, die riskieren es. Wenn einer von denen jetzt gezwickt wird und sich umdreht. Oh mein Gott! Nein! You can't hit us, my fuck. Ich muss gleich nachladen. Es wird ganz schön unangenehm, sobald der Killer nachladen muss. Wisst ihr, der gute alte... Wamme, brü. Nein, 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 nein. Der ist ganz schön nah, du. Der ist... Oh, fuck! Oh! Toll, ich bin gefressen worden, ne? Super. Scheiße. Was machen wir jetzt hier mit euch, Bangatz? Endlich gibt's wieder die Taschenlampe. Hi, the Nike Duffel Brei. Die habe ich so stark vermisst, als ich das erste Mal CSGO gespielt habe. Ich dachte mir, what, dude? No Taschenlampe, no Folge. Und stattdessen schaut man sich seine Waffe an. Da war es auch direkt klar, dass er so eine Skin-Geschichte daraus bauen. Wie kommt man da hoch? Scheinbar überhaupt nicht. Wurstsalat. Was ist eigentlich das da drüben für ein Ding? Guck mal hier. Was haben wir denn hier? Ich war zuerst da, blöde Kuh. So, Kinder, jetzt habe ich einen gescheiten Zombie-Server. Schön mit Models. Geil. So wie es früher war, kann ich die Dinger bewegen? Ja, cool. So wie pass auf, ich bewege die jetzt in mich rein, ne? Geht nicht. Endlich, Leute, endlich. Geil. Freut mich. So kenne ich Zombie-Server. Man versteckt sich irgendwo, baut sich hier was hin. Weißt du, man mit den Waffen kann man es halt besser zurechtschieben. Ich bin ja gerade Zombie. Das ist das, was ich so geliebt habe, diese Zombie-Modi. Da haben wir für jahrelang rumgespielt. Ach, guck mal, da ist sogar einer drin. Warte mal. Guck mal hier. Okay, also das ist jetzt schon mal ein Secret-Raum hier. Oh, wen haben wir denn hier? Alter, hier gibt's sogar Fallschirm. Du laberst doch gerade. Wie kann man den Fallschirm machen? Guck mal hier. Was es hier für krasse Sachen gibt. Geil. Oh mein Gott, genau das sind die Sachen, wo ich mich früher in Counter-Stricken verliebt habe. Wir haben Aus... What? Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Ich habe direkt die ganzen Secrets. Das war natürlich früher immer tight, ne, wenn du die Secrets schon alle wusstest. Da gab es Dächer, auf die man eigentlich nicht konnte, wenn man sich Zeug zurechtgelegt hat und dann wusste, wohin man oder wo drauf man springen muss, dann ging's. Komme ich hier nicht durch? Schade. Guckt euch das an. Ich glaube, man kommt hier nicht mehr weg. Zumindest weiß ich nicht, wo der Ausgang ist. Ah! Okay, sag, wo ist das war der Ausgang? Ja, geil, das ist so herrlich, Jungs und Mädels. Ach, übrigens wegen dem Battle Royale Server. Ihr habt mich alle wegen der IP gefragt. Ich habe die jetzt nicht abgespeichert. Ich weiß, ich kann aber demnächst nachschauen in meiner Liste der zuletzt gespielten Servern. Da kriege ich die IP bestimmt wieder raus. Aber ich kann euch sicherlich. Ah, einfach nochmal Space drücken, da hat man Parachute offen. Ah, shit, wo war ich denn jetzt eben? Hier in dem Haus war ich, ne? Ich gehe jetzt in dieses Secret-Ding. Oh, hier ist noch ein Gang, okay. 8, 7, 6. Ja! 4, 3. Aber wie komme ich da jetzt wieder zurück? 1. Das ist gerade mal die Frog. Wie komme ich da zurück? Egal, ich bin jetzt hier drin. Hoffentlich können die nicht woanders noch durchkommen. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke und warte. Wisst ihr was? Das ist. Was? Scheiße! Wenn ihr auf den Battle Royale Server wollt, geht einfach in die Community Server Übersicht und gebt Battle Royale ein.
Oh, guck mal, der hat sich da hier einen schönen... Fuck, Mann! Der hat sich einen schönen Weg hochgebaut. Den benutze ich jetzt schnell, bevor ich verreck. Nein! Oh, scheiße, hinter mir war einer. Fick doch die Kacke. Egal, ich muss noch kurz erforschen. Ich muss mir nochmal dieses Haus anschauen. Warum bin ich denn da jetzt einfach wieder aus allen Wolken gefallen? Pass mal auf, ich bin in die Ecke gegangen. Fällt man dann einfach wieder hier raus? Wahrscheinlich ist hier ein Loch. Ah jo, da ist ein Loch. Wie räudig. Ich schmeiß dies weg, dass die Kinder findwisch. Auch mein Molly darf keiner sehen und das darf auch keiner sehen und das darf auch keiner sehen und das... Hey, hey, hey. Okay, pass auf. Eigentlich muss man da drüben hin. Dann auf diesen... Bums. Dann nur Nuff. Jetzt fick ich ihn tot. Der weiß bestimmt nicht, dass ich gerade komme. Weißt du, der denkt, Alter, der ist bestimmt dumm. Da sag ich, fick dich, du auch. Ja, 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 wo bin ich jetzt hingekommen? Keine Ahnung. Hoffentlich ist das hier ein guter Platz. Oh Gott. Die Welt ist ja gespickt mit irgendwelchen Hardcore-Secrets. Hier kommen wir nicht durch, doch. Stellt euch vor, man steht irgendwo und verreckt einfach, weil ein Zombie auf einen drauf regnet. Ah, es ist ja auch raffiniert hier. Kann man nicht drüber, ne, mit dieser Couch. Sehr, sehr cool. Früher waren die Maps nicht so extrem hardcore gespickt mit allem. Also, es ging. Es gab auch einige Secrets, aber nicht solche Mörder-Burner-Secrets wie hier. Versuche mich noch ein bisschen zurechtzufinden. Ah, jetzt bin ich hier und hüpfe hier auf diesen Berg hoch. Ich wollte eh nach ganz oben gehen, weil der eine ist bestimmt ganz oben. Der Terror oder was das vorhin war. Und das war einfach unsere edle Beschäftigung. Wir haben Stunden auf den Servern verbracht. Wobei man bei Source natürlich nicht Community-Server oder sowas gesagt hat, sondern einfach Server. Es gab ja keine. Nichts anderes. Es gab ja nur die Serverliste, es gab kein Matchmaking und sowas. Also im Spiel integriert. Das war nicht vorhanden. Alles klar, da unten sind welche drin. Haha! Ich bin auch ein Zombie, Kikeriki! Hallo? Ah, oh, wie geschickt, Jungs. Ich weiß, wohin ich gehe. Nächste Runde. Oh. Oh, hier ist ein Loch. Und was passiert hier? Okay, krass. So viele Geheimgänge. Guck mal, guck mal, guck mal. Was ist das hier? Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. So unglaublich viele Wege, die nach Rom führen. Ich werde mich hiermit einfach nach oben begeben mit dem Fahrstuhl. Ah, okay, gut. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin. 10, 9, 8. Wow, fuck. Alter, es ist so krass. Guck mal, wie süß der aussieht. Oh, ist der putzig. Immer wenn ich diese alten Sachen spiele oder die Sachen, die mich an alte Dinge... Ah, hier ist das Loch. Erinnern. Merke ich einfach, wie die Zeit verfliegt. Es ist unglaublich. It's time to choose. Geil, Mann. Der Server ist so wie früher, die Server. Alter, ich kotze gleich vor Freude. Gut, pass auf. Kurze Merkung. Was für ein krasser Place, man. This is a place to be... Oh, sogar der Sound von früher. Ich weine gleich, Leute. Ich bin so ein bisschen nostalgisch veranlagt, ne? Manchmal werde ich zum Opa. Wisst ihr, ich konnte diese Sachen wegen meinem alten Router bestimmt gute 4 oder 5 Jahre nicht mehr spielen. Die Community-Server waren für mich nicht möglich. Oh, die Map kenne ich sogar noch. Ich kotze gleich. Oh, es ist schön. Es ist Shadow. Here we go. Diddle-dee. Da titel do, do. Geil, guckt euch mal dieses Haus an. Ich gehe jetzt mit denen. Was ist das für eine Riesentür? Oder wie klein sind wir überhaupt? Das könnte eine Map von mir sein, so wie die aussieht. Oh, Männer. Was haben wir denn hier, Männerleins? Hm, was haben wir denn hier? Nein. Hallo? Mir fliegt gleich sowas von der Sack, ey, wenn der jetzt zum Zombie wird. Ah, er ist zum Zombie geworden. Ich pack's nicht, Alter. Mir fliegt gleich die Hutschnur davon. Geil, ist er tot? Die Zombies werden hier zufällig ausgewählt. Wie kommen wir jetzt da unten rein? Das sieht auch echt cool aus, wo sie sind. So eine Röhre ist zu zweit natürlich auch geil, ne? Da, mein Fuck, da. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Oh, der Kopf ist abgefallen. Schade, ich hab den Kill nicht bekommen, du Piece. Ich habe noch eine Decoy-Granate. Damit kann man die Zombies natürlich extrem brutal killen, weil die denken ja, fuck, was war? Oh, da unten ist ein Zombie gelaufen. Der Platz ist wohl doch nicht so gut, ne? Scheiße, da weg, sag ich nur. Scheiße, da weg. Da war irgendwas. Nein! No, you can't get up here. You can't get up here, dude. Ja, wir haben ihn. Mein Kill, mein Kill, mein Kill. Oh, komm. Wie genau war das jetzt nicht mein Kill? Yeah. Ha, ultra krasse Decoy. Ich hab einen Regenschirm. Du da, du da. Alter, Bro, komm schnell wieder hoch. Laser! Durch Laserattacke. Hoho, haben wir Arena. Guck mal, wie cool das aussieht. Das ist ja wie bei Ding. Das sieht aus wie der Gang bei Resident Evil, beim ersten Teil. Ist das geil, Alter. Oh, ich raste total. Also oben die Map kannte ich, aber das hier unten, da bin ich ja nie rein. Das kann nicht sein, nee. Also die Maps, die wir früher gespielt haben, aber bis zum Erbrechen gespielt, dann kenne ich sie doch nicht. Dann sieht die nur ähnlich aus. Aber wir haben die bis wir gekotzt haben, haben wir die gespielt, die Maps. Guck mal, es sind noch 4 Überlebende übrig und wir sind 3 hier. Und ich habe die ausgerüstet, die gute. Kann ich das sehen? Es ist ein bisschen dunkel hier, aber... Peng! Oh, dude, sorry. Oh, fuck. Oh, nein. Shit. Oh, nein, das will ich gar nicht. Das könnte ein Sieg werden, der seinesgleichen sucht. Ba-ba-bam! Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich helfe dir. Ich bin da. Geh zur Seite. Nein. Nein. Bravo, Nina. Oh, my fucking God. Das ist jetzt aber mein Kill. Wehe. Komm mal. Ja. Man kann hier übrigens auch für die ganzen Musikfanatiker unter euch, kann man hier Songs requesten. Und ich habe sogar hier die IP für euch. Schaut mal, ich poste sie euch hier mal
Seht ihr sie hier unten im Chat? Schaut es euch mal an, haltet kurz an. Das ist die IP von diesem Server. Oh Gott! Step to the side, step to the front. I gonna fuck your ass. Bah. Hallo? Ich glaube, die Zombies können aus dem Stand so hoch springen, dass sie uns... Oh, die Füße kneifen! Geh weg, du Apparat! Der weiß nicht, wie man hier hochkommt. Der ist bestimmt dumm. Jetzt frisst das sie! Jetzt frisst das sie! Ich sollte mir nächstes Mal keine... Oh, oh, was war das? Eine Flash. Er frisst sie, er frisst sie, er frisst sie, mein Kill! Weh, du holst mich den Kill jetzt. Ah, oh, yeah, dude, schlag ein. Bam, humans, aha. Ich brauche unbedingt eine M4, eine AK. Oh. Okay, ich gehe direkt wieder an gleiche Position. Nee, mach ich nicht. Ich will ja was anderes ausprobieren. Hopp, du weißt, wie der Code geht. Komm schon. Come on, bro. Hit the code. You know the code. Come on, dude. I know it. It's this, 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 and this. Oh, let's come on. Follow me, dude. Follow me. Come on, follow me, dude. 3, 2, 1. Oh, fuck. Ich fühle mich gerade so ein bisschen nackt. Da vorne sind die Zombies, okay. Kann ich hier vielleicht zu euch rein? Scheinbar nicht. Ah ja, so, sehr gut, er ist einer in die Röhre gegangen. Ich komme dazu. Okay, zu zweit können wir das nämlich easy machen. Geh nicht weg, nein! Oh oh, der ist fucking Zombie, dude. Oh fuck, wenn die hier reinkommen, ich bin so geliefert. Hoffentlich kann die nicht hier hinten irgendwie durchkneifen, weg durch die Wand in meinen Arnus. Nein, you can't hit me, dude. Er hat den neben mir erwischt, ne? Super. Oh shit, dude. Oh my gosh, dude. I gonna die, dude. Oh no, dude. Ich habe das Gefühl, wenn ich nachladen muss. Man muss nie nachladen. Oh my gosh. Boom, boom. Fuck you like a hurricane. Oh der Gott, der kommt immer näher. Nein, eine Frau auch noch. Super, die Frauen sind richtig aggressiv. Der ist so nah, der ist so nah, der ist so nah. Nein, 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 nein. Hilft mir doch mal einer, Hilfe. Nein. Guck mal, hier ist meine Röhre. Und da ist die Wand. Ich hab voll perforiert. Hört doch mal auf, mich zu schießen. Ich bin auch nur ein Zombie, okay? Versteht ihr nicht die Taktik? Ich leuchte ihn an und duck mich. Hallo? Das heißt sowas wie, wir sind Freunde. Bitte. Okay, ich merke mir jetzt den Code. Unten. Schade. Er ist schwieriger als gedacht. No Code. Oh, wen haben wir denn hier oben? Oh, da ist nur ein kleiner Pimmelmann drin. Ah, ich bin so gut, Alter. Ich bin der Beste auf dem Server. Oh. Weil ich so gut bin, so cool, bin so rank und schlank, werd ich Miss Waikiki. Ich hab mit euch da als einer versteckt, warte mal. Hallo? Das Ding kann man nicht bewegen? Ich komme nicht durch, ich bin zu fett. Gut, ich gehe auf den gleichen Platz wie letztes Mal. 3, 2, 1. Scheiße, das geht nicht. Ich bin der erste Zombie. Super. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch was natzen kann. Aha. Cool, wer guckt da rein? Er wollte sich noch verstecken, aber es geht nicht. Da oben ist natürlich jetzt jemand, pass auf. Ha! Damit haben sie nicht gerechnet, dass ich da jetzt einfach hochgepirscht kam. Yo, Mama ist fett, heißt der eine, okay. Ja, ich werde mich die Tage noch umschauen, dass ich mir noch ein paar coole Server suche, wo ich diverse lustige Sachen spielen kann. Ich muss mich einfach nur wieder erinnern an die ganzen Spielmodi, die wir da gezockt haben. Das war, das war herrlich. Ach komm, habe ich ihn nicht getroffen? Das kann er seiner heurischen Mutter erzählen. Guck mal, er rennt mit uns im Kreis. Der Kerl ist flink, der weiß, wo lang er laufen muss. Und da wurde er erwischt. Guck mal da, das hätten wir machen müssen. Okay, die haben Paras. Wahrscheinlich noch ein bisschen besser wie mit der AK, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn man da zu zweit drin sitzt und zwei Leute schießen, man kann ja einfach durch sein Mate durchschießen, dann kommen die da nie rein. Ihr habt ja vorhin gemerkt, ich habe die Röhre alleine eigentlich schon so gut wie gehalten. Das kann man dann erst nach Stunden der zweite Zombie rein. Wie geht jetzt der Code hier? Jetzt bin ich in dem Haus mit Code und weiß den Code nicht. Es kam einfach eben jemand raus. Aber scheinbar ist das auch nicht so prickelnd hier drin, weil alle verreckt sind. Ich denke, sobald ein Zombie den Code weiß, kann er hier hochgehen. Wahrscheinlich kann man sich auf Leitern einfach ohne Rückstoß bewegen. Sage ich jetzt einfach mal voraus. Und falls dem so ist, dann ist das echt kein guter Platz hier oben. Kann man hier auf und zu machen? Ja, kann man. Ich schaue wieder nach den Daumen, wie es euch so gefallen hat. Dieser Zombie-Modus jetzt speziell. Ich weiß, Battle Royale hat euch sehr gut gefallen, deswegen wird auch wieder was kommen. Ich fand es auch sehr, sehr cool, nur leider war ich halt gestern noch nicht so hyper, wie ich jetzt heute bin, weil ich die Prüfung jetzt dahinter mir habe. Gestern habe ich es ja noch vor mir gehabt. Sag mal, brennt das Haus? Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schokoladentorte.